Wir sind hier in Neppermin auf der schönen Insel Usedom und hier wurden vor Jahren Ferienhäuser hingeklotzt, hinter mir, neben dem Schilfgürtel. Und unter diesen Ferienhäusern ist auch eines für den Innenminister Herrn Cafier. Für die Errichtung dieser Ferienhäuser wurden schwerste Naturschäden in Kauf genommen. Die NPD-Fraktion hat in einer Sondersitzung des Umweltausschusses des Kreistages nachgefragt, welche Schäden das waren. Der Landkreis musste zugeben, es seien 80 Quadratmeter Schilf zerstört worden, nur damit diese Ferienhäuser gebaut werden konnten. 80 Quadratmeter, das ist eine große Vierraumwohnung, wenn Sie sich das mal vorstellen. Der Spiegel hat übrigens sogar davon gesprochen, dass es 320 Quadratmeter gewesen wären. Was wäre nun, wenn ein normaler Bürger ankäme und sagen würde, ich möchte mitten im Schilfgürtel, mitten in einem wertvollen Naturgebiet, möchte ich ein Ferienhaus haben und machen Sie da bitte 80 Quadratmeter oder gar 320 Quadratmeter Schilf platt. Wertvolles Naturgebiet, wo seltene Vögel brüten. In dem Falle würde doch jede Behörde sagen, bauen Sie sich Ihre Hütte gefälligst woanders. Aber so wie Göring kein Problem hatte, Karin Hall zu errichten und Honecker kein Problem hatte, Wanditz zu errichten, so hat Herr Cafier kein Problem gehabt, an dieses Ferienhaus zu kommen, auch wenn dafür Naturraum und Schilf zerstört werden mussten. Es wird behauptet, es hätte Ausgleichsmaßnahmen gegeben. Aber wie kann man die Zerstörung von Schilf ausgleichen? Was haben die gemacht? Haben die 80 Gänseblümchen irgendwo gepflanzt? Weiß man nicht. Der Landkreis hat versprochen, darüber noch detailliert Auskunft zu geben. Aber das hat er bisher nicht gemacht. Und es wird mal interessant sein zu wissen, erstens, was für Ausgleichsmaßnahmen waren das? Und zweitens, wer hat die eigentlich bezahlt? Jedenfalls muss gesagt werden, dass wahrscheinlich nie rauskommen wird, was da genau für Seilschaftstricks gelaufen sind. Der Landkreis befindet sich in der Hand des Innenministers. Er ist ihm ausgeliefert, er ist hoch verschuldet. Und sobald er irgendwas macht, was Herrn Cafier nicht passen sollte, und irgendwas rauskriegt, was Herr Cafier nicht passen sollte, muss er schwerste Konsequenzen befürchten. Also müssen wir wohl feststellen, es gibt auch in diesem Staat Bonzenprivilegien. Für diese Bonzenprivilegien wird wertvoller Naturraum zerstört. Die NPD wird weiterhin alles tun, um das aufzuklären. Wir haben im Kreistag einen entsprechenden Antrag gestellt und gesagt, wir wollen einen umfangreichen Bericht dazu haben. Daraufhin ist die SPD da auch eingestiegen in diese Materie. Der BUND ist auch schon dran. Wir hoffen, dass irgendetwas unternommen werden kann, um diesen Bonzenprivilegien zu begegnen und diese Umweltschäden zu sühnen. Aber natürlich kann man in diesem Staat nicht versprechen, dass das wirklich so kommt. Denn die Bonzenprivilegien spielen nicht nur unter Honecker eine Rolle, sondern auch in diesem Staat.